Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Ich habe gerade die Alamigo Dungeon abgeschlossen und habe aus der Dungeon Truhe zum Schluss vom Boss halt eine neue Waffe bekommen. Sonst komplett nichts, es gab wieder nur Müllkram für den Heiler. Ich habe noch gar nicht geguckt, ich glaube die war genau Stufe 300, ging schon Stufe 300, die man von der Dings bekommt, war nur 290, die man von der Jobquest bekommt. Aber ich glaube, die von der Jobquest hatte bessere Stats. Und genau, die man von der Jobquest hier bekommt, hat viel besseren Crit-Treffer-Stat und halt Entschlossenheit. Und hier ist halt Schnelligkeit und Crit-Treffer. Naja, sie macht auf jeden Fall mehr Auto-Damage, die 2, naja, fast 2 mehr. Deshalb werde ich die erstmal nehmen. Okay, und jetzt starten wir dann zur Abgabe der letzten Quest. Natürlich haben wir Xenos nicht besiegt. Ist einfach abgehauen, die feige Sau. Wenn ihr den dann sehen wollt, hier oben rechts ist natürlich die Infokarte, oder ihr habt einfach meine Playlist verfolgt und ein Video vorher ist die Dungeons oder so. Ach, man sieht ihn sogar noch. Sehr gut, sehr gut. Bei unserer ersten Begegnung war ich enttäuscht von dir. Aber du machst dich. Eine wirklich unterhaltsame Jagdbeute. Nun, kannst du deinen Jäger erlegen? Auf diese Begegnung habe ich lange Zeit gewartet. Zerreiß meine Kehle, wenn du kannst. Denn es wäre eine Schande, jetzt schon auseinanderzugehen. Du hast deine Fänge so gut geschärft. Und auch mir wurden neue Kräfte zuteil. Komm, auf uns wartet ein grandioser Kampf. Geht einfach. Ich hab den eben verprügelt, Junge. Der sollte mindestens hinken, Alter. Ach, der schummelt doch. Ich hab's gewusst. Willkommen in meinem Lustgarten hoch über den Wolken. Yeah. Der letzte König der Migiten ließ dieses Paradies für seine Frau errichten. Er brachte Getier und Gewächse aus ihrer fernen Heimat, um sie zu erfreuen. Mir persönlich gefiel die Sammlung nicht. Dieses Geschöpf dagegen ist einfach nur göttlich. Na, Held der Wilden, fühlst du nicht auch eine schicksalhafte Verbindung mit dieser Bestie? Euer gestaltgewordener Hass auf die Galea. Nun ein Werkzeug in der Hand eines Galea. Nichts als blinde Zerstörungswut in seinem Inneren. Ein armseliger Gott ohne eigene Mythologie. Ein Geschöpf ohne jede Geschichte. Fast möchte man meinen, du hättest dies alles zu meinem größten Wohlgefallen arrangiert. Oder warst es nicht du selbst, der jene rachsüchtige Seele an den Abgrund trieb, bis sich ihr Hass über dem Ball manifestierte? Und der Omega, den allergischen Häscher entschlüpfen ließ, um diesen neuen Götzen in meine Arme zu treiben?
Oh. Ich rede zu viel. Verzeih mir. Das ist alles einfach zu aufregend. Aber lass uns doch einmal über deine geschätzte Ansicht sprechen. Sag, wenn ich nicht wäre, was würdest du mit diesem Monstrum hier anstellen? Vernichten. Einfach so. Aber natürlich, ich vergaß. Du bist ja der eorseische Held, der Götzenbezwinger. Na, jedenfalls mangelt es deiner Antwort an Originalität. Es gab noch eine andere. Doch du siehst sie nicht, weil du deine Gabe noch nicht gemeistert hast. Die Kraft des Transzendierens. Verleiht sie lediglich Immunität gegen den Willen der Primae? Oder gibt sie uns vielmehr die Macht über sie? Und du hast immer nur daran gedacht, sie umzubringen. Aber als ich in einem Bericht von Van Belsa von dieser Gabe las, sah ich sofort ihr Potenzial. Den Geist eines Primae kontrollieren. Was für ein Gedanke! Deshalb forschte ich so intensiv an der Ätherbeherrschung durch deine Gabe. Eines der obersten Ziele Galemals ist die Vernichtung der Primae. Der Reichsgründer Kaiser Solus, mein Urgroßvater, sah bei der Eroberung des Ostkontinents, welche Verwüstung die Primae dort angerichtet hatten. Um den Planeten von dieser Gefahr zu befreien, begann er seinen Feldzug des Wahren und Gerechten. Sein Motiv war nicht Gerechtigkeit, sondern Angst. Sie kämpften, weil sie vor den Primae, vor dem Untergang des Planeten zitterten. Armselig. Dabei ist der Kampf doch etwas Vergnügliches. Kein blindes Ringen um Futter und Überleben wie bei den niederen Tieren. Es ist ein Privileg der höher entwickelten, ihn allein um der Gewalt willen zu genießen. Nur eines ist niemandem im Überfluss gegeben. Das Leben. Das einzige endliche Leben. Aber soll es sinnlos dahin welken? Nein. Nein. Dieses letzte Pfand muss jeden meiner Kämpfe befeuern. Du begreifst diese Gedanken, nicht wahr? Denn du bist wie ich. Wir beide könnten Jagdkameraden sein. Willst du die Jagd an meiner Seite genießen? So hast du nur noch bekräftigt, wie ähnlich wir uns doch sind. Am Ende steht unvermeidlich der Kampf, das wissen wir beide. Du lebst für diese Momente des atemlosen Schwebens. Gerade bevor das Gleichgewicht auf die eine oder andere Seite kippt, Sieg oder Niederlage, Leben oder Tod. Ist es nicht so? Genau wie ich. Ach. Nur dich würde ich mir zum Genossen nehmen. Wen interessiert Alamigo? Lass uns kämpfen! Natürlich. Weck den auf. Bist du behämmert? Eine Kraft, die jeden Primae in seine Schranken beißt. Dir wurde sie geschenkt. Ich habe sie mir selbst errungen. Und ich werde sie zur Vollendung führen. Als Bändiger der Götter! Mir ist durchgeknallt. Jetzt ist ganz vorbei. Thank you.
Jo, das habe ich eben schon gedacht. Das ist das Ende! Wie in guten alten Final Fantasy Teilen, der Bösewicht verschmilzt und wird zusammen mit einem Bestienvieh zum Endboss. Easy. Lul, jetzt soll ich nochmal gegen den kämpfen. Okay, dann. Hier nochmal ein Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Ich habe jetzt diesen Shinryu Xenos Kampf endlich wir haben uns geportet, er ist auf die Nase gefallen. Alles in Ordnung? Ja, easy. Ich lieg doch nicht im Staub. Xenos! Das ist jetzt erst das zweite Mal, dass man hier in Final Fantasy 14 richtig Blut sieht, oder? Aber was für ein Kampf. Was für ein Hochgefühl. Hochgefühl? Du tickst ja nicht richtig. Weißt du, wie viele Opfer dein Wahnsinn gefordert hat? Dummes Kind. Leben fordert Opfer. Nur wer dieses Gesetz versteht, kann wirklich leben. Aber dein Verständnis ist nicht von Belang. Meine Darbietung war meisterhaft. Durch den Einsatz unseres unersetzlichen Lebens zum Spektakel erhoben. Mein Herz hat sich lange nach einem solchen Moment der Klarheit, der Lebendigkeit gesehnt. Kein weiterer Augenblick wird diesen übertreffen. So soll ihm auch kein weiterer folgen. Macht einen auf Samurai. Jo. Er will dich umbringen. So kommst du uns nicht davon. Leb wohl, mein einziger Freund. Mein Jäger. Was ist passiert? Xenos ist tot. Er hat den Kampf verloren und sich das Leben genommen. Dann ist es also vorbei. Er ist uns entkommen. Dieses kranke Ungeheuer. Nur aus Vergnügen zu töten. Wenn ich daran denke, wie viele unserer Freunde ihr Leben wegen seiner absurden Überzeugungen verloren haben. Aber am Ende haben wir gewonnen. Wir sollten lieber an die Lebenden denken als an die Toten.
Du kannst dein Haupt mit Stolz erheben, Lisa. Du hast Unvorstellbares geleistet. Deine Heimat ist frei. Juble laut, sodass es all deine Kameraden im Himmel hören können. Ja, du hast ja recht. Ich versuch's. Ich danke dir. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte Zenos gesiegt. Is für mich. Lass uns gemeinsam feiern. Die Befreiung von Alamigo. In Scharlachrot hatte es begonnen. Und ebenso endete es. Ein verwegener Sturm auf Alamigo. Und plötzlich waren wir frei. Freiheit. Was ist das eigentlich? Wir wollen frei sein, um zu leben und Träume zu haben und ihre Erfüllung zu ersehen. Frei, eine Wahl zu treffen. Doch gerade das machte Brüder zu Feinden. Denn die Umstände, in die wir geboren werden, prägen uns genauso wie unsere Abstammung. Die Domana, die Migiten,
Selbst Zenos, der vom unschuldigen Säugling zu dem Monster heranwuchs, das er war. Sie alle waren Kinder ihrer Zeit. Die 20 Jahre galeischer Herrschaft haben Spuren in Alamigo hinterlassen. Unser Volk ist gespalten. Und diese Kluft lässt sich bestimmt nicht sofort schließen, aber ich gebe nicht auf, Papa Limo. Ich habe den Wert unserer Freiheit begriffen. Ich erinnere mich an den Rauch und die Trümmer und die Toten. Ich weiß, welchen Preis wir dafür bezahlt haben. Wie groß die Opfer waren, die wir bringen mussten. Und ich werde alles tun, damit es nicht umsonst gewesen ist. Alamigo soll so werden, wie sie es gewollt hätten. Eine wahre Heimat für uns alle. Das verspreche ich. Ein Ende ist ein Anfang. Das düstere Kapitel von Alamigo als galeischer Provinz ist beendet. Und die Geschichte unserer Heimat beginnt neu. Möge sie Bestand haben. Okay, irgendwas muss jetzt noch kommen. Irgendwas Böses. Außer die Credits natürlich. Natürlich vielen Dank an alle, die Stormblood gemacht haben. Aber ich kann euch nicht alle zeigen. Das dauert dann wieder 10 Minuten. Na endlich. Ihr habt mich ganz schön Nerven gekostet. Allen Äther für den Prima E verbraucht, hm? Umso besser. Zeit, endlich aufzuräumen. Auf Nimmerwiedersehen, Nidhogg. Okay, ich hab's gewusst. Die Ashians kommen wieder.
Okay, er kennt ihn. Das heißt, die menschliche Hölle, in der die Seele des Aschens drin ist. Habe ich halt in 3 Jahren Spiel noch nicht gesehen, das Gesicht, aber okay. Hey. Ach, die Kamera verarscht mich. Mal ranzoomen hier. Natürlich warten alle auf den Helden. Was sonst? Klar, jetzt freuen sich alle, beglückwünschen uns, dass wir jetzt endlich gesiegt haben. Ja, die klatschen sogar, das hört man sogar. Wow. Okay, nochmal mit Lisa sprechen. Oh, jetzt. Ich möchte aber jetzt erinnern. Okay. Danke. Ich dachte schon, ich muss laufen. Okay, was hast du denn noch? Okay, sie beendet erstmal die Quest. Können wir jetzt hier auch fliegen. Könnt ihr bitte sprechen? Es ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich würde dir gern was sagen. Dir und den anderen. Kannst du mal kurz warten? Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Liebe Freunde, ich werde euch nicht lange aufhalten. Hey, die will uns verlassen. Ich wollte euch noch einmal danken. Doch nicht. Natürlich, nur mit einem kurzen Danke allein kann ich gar nicht ausdrücken, wie viel ihr für mich getan habt. Aber ihr habt ja auch nicht für schöne Worte gekämpft, sondern weil ihr von der Sache überzeugt wart. Ich hab hauptsächlich für ihre Boobs gekämpft. Und ich werde euch beweisen, dass euer Einsatz nicht umsonst war, indem ich Alamigo auf den richtigen Weg helfe. Ich habe statt Konrad an der Spitze der Befreiungsarmee gestanden. Und deswegen trage ich jetzt die Verantwortung dafür, wie es mit der Stadt weitergeht. Das heißt aber auch, dass ich nicht mehr neutral sein kann. Und deswegen wollte ich euch offiziell sagen, dass ich den Bund der Morgenröte verlasse, bis Alamigo wieder aufgebaut ist. Verdammt, mit wem soll ich jetzt rummachen? Aber ich habe mich entschieden. Was? Du willst dich davor drücken, uns all die Gefallen zurückzuzahlen, die du uns noch schuldest? Ins Gesicht. Naja, also... nein, ich... Das war doch nur ein Scherz. Aber eines sage ich dir im vollen Ernst. Auch wenn du kein Mitglied unseres Bundes mehr bist, bleiben wir doch immer Freunde. Jetzt und für immer. Richtig? Nö, ne.
Ich habe Nein gesagt. Wenn du uns brauchst, dann melde dich, verstanden? Wir werden zur Stelle sein, das verspreche ich. Ihr Stohler, ihr seid alle so nett. Ich wollte doch nicht weinen. Jetzt. Ich weiß, was kommt. Deshalb sag ich's nicht. Verflixt. Wer hätte gedacht, dass Fischen so schwer ist? Statt im Jenseits wache ich am Strand auf. Lebend. Zumindest lässt mein knurrender Magen mich das vermuten. Tja, ich beschwere mich nicht. Der Himmel hat wohl noch etwas mit mir vor. Und wen haben wir da? Sieht aus, als wäre noch jemand dem Tod von der Schippe gesprungen. Es war so klar, dass die beide noch am Leben sind. Die haben eine einsame Insel für sich. Mhm. Ein paar Leute aus der Gegend haben, wie gesagt, dass dieser Krater vom Kampf zwischen Shinryu und Omega stammt. Der Primei wurde von Xenos eingefangen, wie wir wissen, aber von Omega fehlt jede Spur. Allerdings habe ich große Energiemengen am Grunde des Kraters gemessen. Es sehe dennoch ein paar Hürden auf uns zukommen, aber Omegas Reaktivierung war auch mein Weg. Da muss ich mich natürlich auch ums Aufräumen kümmern. Jung, Neo, Nord.